Hallo, ich bin Sven, ich bin hier Zoopädagoge im Besucherservice und wir besuchen heute mal unsere Rothunde. Das ganze Rudel hat sich auch schon versammelt, das nicht ohne Grund. Es gibt gleich auch noch Futter. Aber bevor es Futter gibt, müssen wir uns natürlich überhaupt mal angucken, wie der Rothund so an sein Futter kommt und wie er es dann zerkleinert. Der Rothund, das ist ein Rudeljäger, das heißt, das sind ganz viele zusammen, anders als beim Tiger, der würde einzeln auf der Lauer liegen, sich anschleichen und dann versuchen, Beute zu schlagen. Jagderfolg beim Tiger ungefähr 15%. Die Herrschaften hier, die schaffen das ein bisschen besser. 85% Jagderfolg, denn man kann sich abwechseln wie beim Staffellauf. Ich habe hier mal einen Schädel mitgebracht von einem Rothund. Wenn man sich das ein bisschen anguckt, sieht man, vorne seine Fangzähne, die sind gebogen, das heißt, wenn er zupackt, dann bleibt er auch an der Beute hängen. Und an der Seite hat er dann seine Reißzähne und mit diesen Reißzähnen an der Seite kann er wie mit einer Schere die Knochen, Muskeln und Sehnen durchtrennen und dann damit auch kauen. Wer einen Hund oder eine Katze hat, der weiß, die kauen immer so ein bisschen auf der Seite, macht der Rothund genauso. Ja, der Rothund, der muss sich keine Sorgen machen vor anderen Tieren in seinem Lebensraum, denn er ist der wirkliche König des Dschungels. Der Tiger, der zieht sich vor ihm zurück, denn der Tiger ist allein unterwegs, der Rothund im Rudel. Wir wollen jetzt gleich mal die Rothunde füttern. Ich habe mal ein bisschen was mitgenommen hier. Beim Rothund kann man sich schon vorstellen, der ist kein Vegetarier, der frisst Fleisch. Dementsprechend haben wir auch Fleisch dabei. Die umerziehen zu Veganern würde auch ein bisschen schwierig werden. Daher bleiben wir bei dem, was wir ihnen auch füttern, nämlich in diesem Fall bekommen sie, sie kennen es alle, ne? Lecker Hähnchen. Unsere Rothunde hier, die haben eine ziemlich starke Hierarchie, wer der Chef ist und wer untergeben ist. Allerdings haben die ihre Hauptmahlzeit heute schon gehabt, deswegen muss ich mir keine Sorgen machen, dass die sich gleich gegenseitig fertig machen für ein bisschen Futter. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir denen ein bisschen was reinwerfen. So, und einmal Hühnchen für die Rothunde. Man sieht das schon, die sind gewohnt, Vögel kommen aus der Luft, dementsprechend auch unsere Hühnchen hier. Wer genau hingeschaut hat, hat schon gesehen, da sind einige Hunde, die sich eher was holen als die anderen. Ganz klar eine Rangfolge hier. So, wie ihr seht, die Rothunde sind satt. Da wird noch ein bisschen geschaut, ob ich nicht doch noch das Beste versteckt habe, aber alles alle. Damit verabschieden wir uns heute hier. Danke, dass ihr uns auch online die Treue haltet und bis zum nächsten Mal.